Hallo und grüezi miteinander aus der Schweizer Super League. Jawohl, Wolf Fuß und Frank Buschmann werden die Partie für Sie kommentieren und hoffen auf ein gutes Spiel. Er pfeift an, Durchgang 1 läuft. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber, werfen einen kurzen Blick drauf. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt. Jetzt der Schuss! Und da haben wir es, das Tor! Das wirft Ihre Pläne jetzt natürlich komplett über den Haufen. Der erste Schuss zappelt direkt im Netz. Da war richtig was dahinter. Klasse Treffer, da kann der Keeper nicht rankommen. Ein echter Traumstart. Schon nach 3 Minuten liegt der Ball im Netz. Rave. Wird das seine Torchance? Schießt er ihn rein? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Klasse Technik. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Rave. Klasse gespielt. Da kommt der Schuss. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Und er schießt. Gute Aktion. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Sehr gut aufgepasst. Muss Einwurf geben. Oho. Das könnte die Chance werden. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Tejeda. Das könnte gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Ein Kopfball. Super Einsatz vom Torhüter. Er köpft den Ball. Den Ball hält er gut. Er kann nicht weitermachen. Jetzt der Wechsel. Ja, da war die Verletzung wohl doch zu schlimm. Mit dem Kopf. Ganz stark abgeblockt.
Die Heimmannschaft will jetzt verstärkt auf Pressing setzen. Die Gegner direkt vorne anzulaufen, ist sicher eine gute Idee. Dabei dürfen sie aber auch die Defensive nicht vernachlässigen. Gut geklärt, aber Einwurf. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Soleimani. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Da passt der klasse auf. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Den Ball verlängert er per Kopf. Den Ball holt er sich. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Oh, oh. Da passt, geht er rein. Das ist noch gefährlich. Gut gespielt. Ist das die Chance? Wird's jetzt gefährlich? Er versucht's. Pfosten. Da geht er dazwischen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Er lässt. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Und ein Kopfball. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschuss auch nicht platziert genug. Das war einfach. Und er hat den Ball. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Tejeda. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Der Ball kommt gut. Und die Flanke hat er. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Der Ball rollt wieder. Zweite Hälfte läuft. Ja, mal schauen, was uns die Teams jetzt zeigen. Erste Halbzeit war schlichtweg fantastisch mit klasse Offensivaktion. Gerne mehr davon. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt schießt er. Das gibt Ecke. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt Beckhoff. Er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug.
Gernd. Süleymani. Wird das eine Torchance? Oho! Klasse! Jetzt vielleicht! Das ist der Treffer! Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Fairer Einsatz hier. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Da stand er gut und gibt Freistoß. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ein unfassbares Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da zieht er ab. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Den Ball spielt er raus. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Guter Ball nach draußen. Gutes Tackling. Das könnte die Chance werden. Und er bringt den Ball rein. Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Kevin Babu. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt müssen sie aufpassen. Und direkt zurückgespielt. Da kommt der Steilpass. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Kein schlechter Versuch, dieser Freistoß, aber einfach nicht gut genug, um den Mann zwischen den Pfosten zu überwinden. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse auf der Linie bewiesen. Tolle Flanke. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Per Kopfball. Noch ein Eckball. Jetzt ist das Eckenverhältnis mal eingeblendet. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus.
Er kann nicht weitermachen. Jetzt der Wechsel. Ja, da war die Verletzung wohl doch zu schlimm. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Tejeda. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball. Und er schießt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Gernt. Tejeda. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden Sie nach Hause bringen. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Sie haben den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Kevin Babu. Jetzt schießt er. Da passt der klasse auf. Das gibt Ecke. Und ein Kopfball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er schießt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Gute Körperbeherrschung. Er wackelt kurz, aber er fällt nicht. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Er zieht ab! Hatte der Keeper heute schon irgendwas zu tun? Ich kann mich kaum erinnern, Buschi. Nö, trotzdem muss er natürlich konzentriert bleiben. Das ist nicht einfach. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt er raus und hält den Ball. Das Spiel ist aus, Endstand 3:0. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben, das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren, da kann man sich schon mal freuen. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten. Jetzt der Schuss! Ein Kopfball. Super Einsatz vom Torhüter. Er köpft den Ball. Den Ball hält er gut. Rollt wieder. Zweite gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt schießt er. Oh, oh. Klasse. Jetzt vielleicht.
sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt ein unfassbares Tor. Tolle Aktion vom Torwart. Per Kopfball. Noch ein Eckball.